Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 22 auf meinem Kanal. Mit dabei ist heute wieder die liebe Biene und ich wünsche euch viel Spaß. Das kann natürlich sein, ne? Es ist lauter Sparksam und dumm. Ja. Aber es ist halt auch immer die Zeit, wo wir meist Zeit haben, ne? Ja, da du leider nur ab 19:30 immer Zeit habe, ist so blöd. Und er steht schon wieder. Oha. Dass das Welt nicht meins ist. Tja. Aber weißt du schon, dass wir schon wieder fast eine Stunde aufnehmen? Hoppala. Mhm. Hoppala. Okay. Machen wir zwei Folgen draus, ist eh wurscht. Ja. Dann brauchen wir nächste Woche nichts aufnehmen. Ja, eine würde ich nächste Woche gerne aufnehmen. Vorsichtshalber immer, ne? Was ist halber? Vorsichtshalber. Es kann ja immer mal was sein. Dann Was hat soll man es da. sein? Weiß nicht, es kann immer noch mal was passieren, dass einer nicht kann oder was. Was? Dass einer nicht kann. Ach so. Naja, dann ist halt nichts um an dem Tag, ist auch egal. Wie gesagt, kein Druck. Nö. Dann kommt halt nichts an dem Tag. Oder kommt kein Mechanik. Boah, weiter, du Scheißdreck. Kann ich schon mit Sehender anfangen? Ja, ich bin schon fast fertig. Gut. Ich habe nämlich jetzt knapp 14.000 Liter drinne. Dann komme ich nämlich jetzt mit der Saatmaschine her. Kleinigkeiten noch und dann bin ich soweit. Haha. Wir brauchen auch noch eine Walze. Dass uns alles einfällt, wenn man Feld hat, ne? Dass uns alles fehlt. Ja. Es geht weiter. Ja, wie ihr seht, die Biene ist noch am Steine sammeln. Steine sammeln, aber ich bin schon fertig. Hier kommt der Hanke mit der Sämaschine. Genau. Es kommt wieder Gras rauf. Ja. Ja, wir können nichts anderes anbauen im Moment. Ja.
Passt. Aber du Also ich. kannst, wenn du den Steinesammler ausgeleert hast Ja. und abgestellt hast, zum Und Shop fahren gereinigt hast. und gereinigt hast, zum Shop fahren. Okay. Da steht eine Walze. Eine Walze steht dort. Ja. Okay. Eine Walze steht dort am Shop. Ach, Wasser ist drinnen im Tank? Wasser ist drinne, ja. Sehr gut. Ja, knapp 14.000 Liter müssten drinne sein. Oder etwas über Gut. 14.000. Ja, okay. Steine rein. 2.390 Liter Steine. Ist noch nicht die Welt. Da fließt. Es fließt. Und geht gut mit der Arbeitsbreite, oder? Ja, geht super. Ich lasse nur mal da stehen. Zack. Und der Schopf. Schopf, 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 Schopf. Wahnsinn. Also, wenn ich auf einmal weg bin oder ein CE Fehler ist, dann hängt es am Server. Aber das wollen wir ja mal nicht hoffen, ne? Ja, wäre schon wieder die Aufnahme dann im Arsch, ne? Wie immer. Die Walze ist dran. Fahr weiter, mach keine Ruckelmuckeln da. Ah, es macht keinen Spaß so. Ja. Ja, wie gesagt, bei mir läuft es ganz ruhig. Bin ich sehr froh. Ich hatte aber gestern Morgen immer Ruckler. Ja, untertags läuft alles super. Wie gesagt, über den ganzen Tag fast am Server. Müssen die alle am Server jetzt gehen? Nichts anderes zu tun? Das kann ich dir nicht beantworten, liebe Biene. Jetzt häng ich. Ach Gott, hey! Es geht nicht. Es ist unmöglich. Jetzt häng ich am Baum. Boah, das geht mir schon wieder am Arsch. Nicht so aufregen. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Ich ruckel und zuckel nur mehr. Das ist nicht normal. Wie gesagt, ich kann nichts sagen, bei mir läuft es ruhig. Nein, falsch Richtung. Boah. Vielleicht braucht ein Fernseher frische Luft, ich weiß nicht. Kannst du dir nicht sagen.
Zum Kotzen. Ja, das glaube ich dir. Ich hin. Ups, da. Da kommt so Mecke. Ach, Gott. Mach einen Augenblick Pause. Mach ich eh. Ach, Gott sei Dank habe ich keinen Cheek, weil sonst hätte ich mir jetzt dann auch hinten. Das ist nicht normal. Wollte ich denn hin? Ja, sag mal, was mache ich hier? Ich will doch nur wenden. Ja, Ich will machst du. doch nur wenden. Wenden an 8 Zügen. Ja, 29 auf jeden Fall. Ich habe von Last of Us ist ja jetzt die Serie rauskommen. Da kommt einmal in der Woche eine Folge, ne? Die habe ich mir jetzt angeschaut mit einem Freund. Wahnsinn. Also, es weicht nur ganz wenig vom Spiel ab. Ich habe es zwar nicht gezockt, aber ich weiß es. Aber es Okay. ist gut zum Schauen. Es ist gut zum Schauen. Okay. Es ist interessant. Es ist aber momentan nur auf Sky. Ach so, Und bei euch ist es auf Wow, wenn du dir das nimmst, die App. Okay. Also es ist super zum Schauen, empfehle ich. Sehr interessant. Muss ich mal schauen. Ich werde das umgekehrt machen. Ich werde vielleicht zuerst die Serie schauen und dann erst das Spiel zocken. Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht. Schauen wir mal. Wer sät da, wenn du gerade mit dem Dünger kommst? Der Der Helfer. Helfer? Ach so, ich dachte schon, du bist fleißig. Ja, ich bin Multitasking. Ich dachte schon, du bist wirklich jetzt ein Doppelgänger. Nein. Klon kann ich mich noch nicht. Noch nicht, okay. Nein. Ist ein bisschen schlecht. Vorsichtig, Reh! Ja, das wird einfach mitgewalzt. Ist mir Ja, wurscht. ich merke, ich sehe das. Das arme Reh. Das arme Reh. Das rennt aber auch nicht weg. Nee, Blödes das Vieh. hat keine Angst von der Walze. Blödes Vieh. Na, nicht zum Klappen, Trottel. Denken. Senken. Und walzen jetzt sofort. Denken, walzen. Wenn es im Hintergrund laut ist, sorry, aber ich habe das Fenster offen. Nur so zur Info. Also ich höre nichts. Ja, das ist auch eher im Video dann gedacht, wenn es im Hintergrund ein bisschen lauter ist. Aber meine PlayStation braucht, glaube ich, Luft.
Das kann auch sein. Ja, deswegen. Wenn du auch schon die ganze Zeit am Daddeln bist, den ganzen Tag schon fast. Nein, den ganzen Tag nicht, aber ab Mittag. Ja gut, dann kann die aber trotzdem irgendwann mal ein bisschen heißer werden, ne? Ja, ich brauche eine neue, glaube ich. Schon langsam. Kauf dir mal eine neue. Puh. Ja, Da kannst du die schon doppelten. fast die PlayStation 5 holen. Für Ja, die den. neue ist sowieso, die Für. neue ist bei mir sowieso nur die Fünfer, keine Vierer mehr. Ja. Weil wenn du Ja. die Vierer neu kaufst, die kostet fast genauso viel wie die Fünfer mittlerweile. Da kann ich gleich bei der bleiben. Das ist echt Wahnsinn, ey. Die Preise, hör auf, ey. Ja, ist also genauso wie bei den Lebensmitteln, ne? Ja. Die steigen und steigen. Das wird auch nicht besser. Aber die sollen ja dieses Jahr nicht mehr steigen. Aha. Das soll ja jetzt, angeblich soll das ja jetzt so bleiben. Habe ich gelesen. Dann die Energie und so steigt er bei uns auch extrem. Ja, klar, ist doch normal. Das ist doch normal. Jetzt da haben sie ja gesagt, ab heute, also zumindest anscheinend hier in Österreich, gibt es in manchen Lebensmitteln Proteine von Kakerlaken und solche Sachen. In Getreideprodukten und solche Sachen. Okay. Ja, ist aber für Menschen nicht gefährlich. Alleine Man kann es schon, alleine trotzdem schon, verzehren. ja, aber alleine schon der Gedanke. Nein, danke. Habe ich im Radio gehört. Also in allen Vollkornprodukten oder so und Brot und solche Sachen, überall wo man es nicht sieht. Ja. Ja. Naja. Ja, Die ist kommen halt. auf Ideen. Ja. Na. Leider, leider, ne? Aber was hat das jetzt für einen Sinn? Das weiß ich nicht. Ne, ich auch nicht. Das ist nur eine Geldmache. Ja. Das ist genauso wie mit das große C. Ja. Da hast du recht, das große C. Aber bei uns fallen jetzt alle Begrenzungen, also alle Maßnahmen Ja, bei ab. uns ab Ende Februar gibt es keine Maskenpflicht mehr. Überall nicht. Ja, bei uns fallen alle Ja. Maßnahmen. Das übernimmt bei uns jetzt der Staat. Ja, der Staat soll sich drum kümmern, nicht die Regierung. Nee, also bei uns fällt alles. Überall Maskenpflicht weg. Wenn du Corona hast, dann bist du ganz normal krank. Also bist nicht isoliert und nix, ne? Jetzt ab. Dieses bei uns auch ab Ende Februar. Nee, bei uns Anfang Februar schon. Tja, ist jetzt wie immer weit voraus. Ja, unsere Regierung schläft ja. Ich weiß nicht, ob die schlafen, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass die immer noch damit zu viel Angst haben. Ja. Als wenn die immer noch zu viel Angst davor haben. Aber das ist mein Reden, wir müssen mit der Krankheit leben. Das ist eine Eben. ganz normale Krankheit, ist das. Nee, ist das nicht. Jesus. Aber mittlerweile hat die Bundesregierung das ja auch eingesehen, ne? Über die Schutzzeit. Ja. Hält sich ja sowieso, zumindest hier, keiner mehr an den Maßnahmen. Nee, hier ist das mittlerweile auch schon so, dass sehr, sehr wenige sich da nur noch dran halten. Ja. Und siehst ja, im Winter war das jetzt gar nicht, ist das jetzt gar nicht so schlimm.
Klar, die Krankenhäuser schreien schon wieder hier, wir sind überbelegt und das und jenes, aber das liegt Schreiben nicht. immer. Ich wollte gerade sagen, das liegt nicht am großen C. Liegt am kleinen C. Ja. C, hä? Genau. Du. Morgen habe ich noch frei, dann geht's wieder los. Schön, du hast frei. Ich darf morgen in der Kälte stehen. Ja, aber wenn es für mich losgeht, hast du das Wochenende, ich meine. Ja, quasi, ne? Quasi. Na, kann man nichts machen. Nö. Bist du morgen bei den anderen Projekten dabei? Kommt davon, ob MB dabei ist. Also, wenn bist du auch erst etwas später da? Nee. Also, ich hoffe, dass wer herausfindet, ob er dabei ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Im Moment hat sich das so angehört, als wenn er auch noch nicht dabei ist. Also im letzten Video zumindest. So habe ich das rausgehört. Echt? Ich kann mich aber auch täuschen. Ich habe das auch so rausgehört, aber ich gehe auf nichts. Nichts hundertprozentig. Es war keine richtige Info dabei, sage ich mal so. Ja. Aber ja. Kenny hat sicher mehr Info, wenn es soweit ist. Weiß ich nicht, letztes Mal wusste er auch nicht, dass ob Willi kommt oder nicht. Na, ist halt so. Ich muss mal schauen, wie durchgefroren ich morgen bin. Sonst, wenn ich wieder so durchgefroren bin, dann werde ich morgen ganz heiß duschen gehen und dann wieder ab in der Falle. Auch das. Aber morgen sollen wir tagsüber auch Minusgrade haben. Und dann friert es ja noch mehr da draußen, ne? Ich muss mal schauen. Ich kann es dir noch nicht hundertprozentig sagen. Ja, bin mir sehr nicht sicher. Letzte Bahn. Sicher, ich könnte jetzt fragen, aber ich habe mal wieder ewig keine Antwort. Nö. Du. Lass Deswegen uns mal. lasse ich's. Ich wollte gerade sagen, wirst du ja morgen mitkriegen, oder? Ich hoffe. Da steht die Mine uns am Weg. Geht. Stellen wir den Trecker da mal eben an eine Seite. Dann kann ich gleich schon kalken. Und die Biene kann den Düngerstreuer holen. Und dann haben wir unser erstes Feld bearbeitet. Das erste Feld haben wir dann im Schuss. Und so kommt unser neuer Waltra auch gleich in Einsatz. Ich fange auch mittendrin an zu Auch gut. kalken. Ist gut, ne? So kann man es auch machen. Ja. Ich dachte auch, der Kalkstreuer ist ein bisschen breiter.
Von der Streu. Nee. Habe ich auch gemerkt. Ja, morgen muss ich noch die Folge für morgen machen am Vormittag. War zu faul noch. Ach, hast du noch gar nicht fertig? Morgen Vormittag muss ich es machen. Ich dachte, die hätte es schon fertig gehabt. Oh. So ist es. Jo. Kriegst du schon hin. Aber sicher. Vielleicht eine Stunde. Jo. Wenn nichts schief geht. Ja, da brauchst du ja nicht unbedingt am Kunden dabei sitzen, denn immer, ne? Rendern tut er ja von alleine. So ist es. Und ich kalke Bahn auf, Bahn ab. Auf und Bahn ab. Ja, so ist das. Aber Wahnsinn, wie viel Zeit so ein Feld da jetzt in Anspruch nimmt, ne? Naja, das weniger, ne? Oder? Das war jetzt ein kleines Feld. Aber so viel haben wir gar nicht als Vorgeplänkel gehabt. So viel Zeit. Ach, ich lasse ihn jetzt da stehen, mir ist scheißegal. Scheiß. Also da. Oh, stell irgendwo hin, wo Platz ist. Mach ich. Wenn ich nicht da einparken. Dünger kommt. Das ist gut. Wenn der Dünger Aber kommt. ja. Gleich aufs Screen ein Bild zusammenräumen. Ja. So, dann düngen wir das jetzt und dann würde ich sagen, ist Schluss für heute. Aber das Dünn zeigst du nur, oder was? Das Düngen zeige ich noch ein bisschen, weil jeder weiß, wie Düngen funktioniert. Wir düngen das Feld und dann ist es fertig. So sieht es aus. Dein sieht gut aus. Gut, wir stimmen gleich das Nebenfeld auch ein bisschen mit. Da habe ich Jo. sicher Freude. Ist nicht schlimm. Ich kalk auf dem Nachbarfeld auch ein bisschen. Man merkt's. Ja, ne? Ich stehe aus. Du hast auch besoffen, ne? So ein bisschen. Ich wollte auch mal besoffen fahren. Ja, nicht vom Kalten. Ne? Nee. Wann denn?
Das macht man, wenn man nicht arbeitet. Oder pflügt oder so. Ne? Man fährt überhaupt nicht besoffen. Nicht? Nein. Wie gut, dass ich kein Alkohol trinke. Ja, wie gut, dass niemand weiß, Dass ich Rumpelschießchen heiße. dass du nicht ein Bestätchen hast. Woher wissen die Leute das? Das weiß ich nicht. Vielleicht heiße ich ja Rumpelstilzchen. Das glaube ich nicht. Das sagst du doch jetzt nur so. Ja, das kann ich schon sagen. Das sage ich doch. Nee, ich heiße nicht Rumpelschießchen. Ich heiße Bauer Hanke. Bauer Hankel. Na, ich habe noch 12% Kalk drin. Reicht das? Weiß ich nicht. Ich bin mir da im Moment auch gerade nicht ganz so sicher. Doppelt hält besser. Sagst du ja. Die Fälle sind aber auch knapp nebeneinander. Ja, Also, sind sie auch. das ist nicht. Es ist falsch berechnet alles. Ah, der Nachbar auch was davon. Ja. Brauche weniger Düngen. Genau. Vielleicht kommt ja demnächst ein Düngerauftrag für das Feld. Ja, braucht man weniger. Ja. Aber unser Feld ist fertig. Ja. Zack. So, meine lieben Zuschauer. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt meine Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.